Jo, guten Morgen, Leute. Heute ist Mittwochmorgen und ich habe gedacht, ich zeige euch heute mal mein Training. Nur leider habe ich gemerkt, dass mein linkes Bein noch ganz schön weh tut. Ich habe eigentlich schon, hab schon die letzten, na gut, es tut nicht weh. Also ich habe die letzten 3 Tage schon nicht trainiert, weil halt eben das Bein noch ein bisschen kaputt war. Ich gedacht habe, ich brauche noch Erholung und habe gedacht, ja, dann fange ich dann wieder mit Squats an, nachdem ich sozusagen wieder fertig bin. Jetzt habe ich 3 Tage nicht trainiert und das Bein ist immer noch nicht in Ordnung. Egal, gehe ich heute trotzdem trainieren, nur halt eben ohne Beine. Schön viel Bankdrücken und so. Zeige ich euch trotzdem mal mein ganzes Training mit den ganzen Übungen nach den Grundübungen und so weiter. Müsst ihr euch halt einfach nur vorstellen, dass da Squats dabei wären. So, Kollegen, ich bin wieder back. Das ist das Training. Wie gesagt, Bankdrücken. Damit fange ich ja immer an. Heute waren hohe Reps. 9 Wiederholungen, wenn ich mich nicht irre. Ja, 9 Wiederholungen mit 97,5 Kilo für 5 Sätze. Ich habe natürlich nicht alles aufgenommen, das wird ein bisschen zu lang werden, aber um das hier mal zu zeigen, ich habe dann gleich nochmal das Ende von den letzten Sätzen. So, zack, letzte Rap. Und dann nochmal letzte Rap. Naja, auf jeden Fall mit Bankdrücken. Ist ja auch eine Disziplin im Powerlifting. Für alle Leute, die es noch nicht wissen. Deswegen trainiere ich das. Besonders ist nicht unbedingt die allergeilste Übung, wenn man jetzt eine fette Brust haben will. Ist ganz gut, aber geht auch anders gut. Ja, dann natürlich Waden. Wie gesagt, eigentlich wären Squats dabei. Wären eigentlich auch noch vor dem Bankdrücken dran gewesen, aber diesmal nicht. Aber nur weil ich Muskelkater im Oberschenkel habe, heißt ja nicht, dass ich meine Waden nicht trainieren kann. Und ist ja sowieso, habe ich schon mal angesprochen. Wenn ihr am Strand rumlauft und eine kurze Hose habt, dann sieht man nur eure Waden und alle schreien, er skippt Leg Day und so, weil er keine Waden hat. Da hat er vielleicht mega Oberschenkel, aber die sieht man nicht, weil da eine Hose drüber ist. Und andersrum, wenn ich jetzt krasse Waden habe und möglicherweise kleine Unterschenkel, denken die Leute, oh, er hat krasse Beine. Dabei sind das halt einfach nur die Waden. Nur mal kurz, Side Note, ne? Also für Optik ist Waden schon gerade im Sommer relativ wichtig. Ja, dann natürlich. Ja, was heißt natürlich, kurz an der Bank drücken, leicht schräg, ich mach's, würde es eigentlich gerne flach haben, aber das geht mit der Bank nicht, weil wenn man das macht, was auf der Bank flach wäre, ist es ja mit diesen Bänken so, dass es leicht negativ ist und negativ mag ich dann auch nicht, dann sage ich lieber, okay, dann mache ich es leicht schräg und geht ja so auch noch. Ja, mehr als 40 Kilo gibt es in unserem McFit nicht, muss aber auch nicht sein, also so unendlich viele Reps schaffe ich mit den 40 Kilo auch nicht, also ist ganz entspannt, gerade auch wenn ich davor immer schon Bankdrücken gemacht habe. Und sonst, naja, gleich kommen noch Bauchübungen und Trizepsübungen und dann war es eigentlich auch schon, zeige ich euch, ja, wollte ich euch einfach mal so mein Training zeigen. Achso, im Großen und Ganzen hätte ich nochmal sagen können, ich glaube, das schreibe ich dazu, wie viele Sätze und so das da waren. Also, Grundsatzbank Bankdrücken mal immer 3 bis 4 und dann sonst immer mindestens 3. Bei Übungen, die mir ein bisschen wichtiger sind, mache ich dann nochmal 5 Sätze oder so. Also, es ist schon ein bisschen was, mindestens 3 aber immer. Ah ja, hier sieht man dann Trizeps drücken. Ich habe es noch nicht ganz so, man kann es auch extremer machen, aber es ist halt einfach so, wenn man sozusagen ein bisschen weiter wegstellt und sich mehr nach vorne lehnt, dann ist das wesentlich besser, weil man eine größere Range of Motion haben kann und nicht so krass seinen Bauch anspannen muss, als wenn man sozusagen mehr oder weniger halbe Dips macht, wenn man ganz nah dran steht. Und so kann man halt wirklich nur, kann man wunderbar den Trizeps isolieren. Ihr seht das auch halt, dass in der
Schulter praktisch keine Bewegung drin, sondern nur im Ellbogen. Und ja, das war es eigentlich. So gestalte ich mein Training, wie gesagt, eigentlich mit Squats. Und das war es dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao!